Hallo und herzlich willkommen zum Panel mit dem Titel Entkolonialisierung des Geistes, künstlerische Strategien zur Öffnung des Kanons. Hier auf dem Podium sitzen Nora Al-Badri, Michael von Zumühlen und Lionel Sommet. Nora Al-Badri ist Künstlerin in Berlin, eigentlich studierte Politikwissenschaftlerin. Und sie experimentiert in ihrer Arbeit mit neuen Technologien und Formen der Aktionskunst, würde ich sagen. Ihre künstlerischen Interventionen setzen sich mit postkolonialen Diskursen und hegemonialen und neokolonialen Machtstrukturen und Repräsentationspraktiken auseinander. Michael von Zumühlen ist Chefdramaturg und Regisseur in der künstlerischen Leitung der Oper Halle und ist als Musiktheaterregisseur seit 2004 unterwegs und hat zusammen mit Lionel Sommet das Projekt I Like Africa and Africa Likes Me, I Like Europe and Europe Likes Me angestoßen. Lionel Sommet ist wiederum Regisseur in diesem Projekt und auch Performer an der Operhalle. Er ist ursprünglich Musiker und hat dann Bildgestaltung studiert in Ouagadougou in Burkina Faso und ist seit 5 Jahren in Deutschland nach Köln gezogen, um dort weiter zu studieren. Medienkunst. Und er hat eine Dokumentationsserie 2010 über Christoph Schlingensiefs Via Intoleranza gemacht, die letzte Oper, die Christoph Schlingensief inszeniert hat, und beschäftigt sich schon lange mit Schlingensiefs Operndorf auch. Und L'Africaine ist der Titel einer Oper von Giacomo Meyerbeer, die 1865 in Paris zur Uraufführung kam. Und diese Oper ist der Ausgangspunkt dieses Projekts, das ihr da an der Oper Halle in der laufenden Spielzeit gestartet habt. Das ist eine Überschreibung nämlich dieser Oper, L'Africaine, die zunächst, also die in 4 Stufen dem Muster eines Daguerre-Rituals folgend, entkolonialisiert wird eigentlich oder werden soll. In der allerersten Stufe wurde das quasi historisierend eigentlich, also wurde irgendwie versucht nachzuempfinden, wie diese Uraufführung damals in Paris über die Bühne gegangen ist und dann seid ihr die Oper angegangen zunehmend. Es gab jetzt Stufe 2 und Stufe 3. Stufe 4 steht noch bevor. Und ich würde sagen, als Einleitung, spielen wir kurz einen Trailer zu L'Africaine ab, um ein Bild von diesem Projekt zu kriegen. Eines meiner Hauptprobleme ist, dass das, worüber ich spreche, sich nicht auf Deutsch ereignet, sondern in einer Sprache, die eine andere Auffassung von Wirklichkeit besitzt. Kein einziges europäisches und afrikanisches Land hat das Drama des Kolonialismus wirklich aufgearbeitet. Die gemeinsame Geschichte ist geprägt von Gewalt und Zerstörung. Opfer und Täter auf beiden Seiten. Ein Mensch wird krank, weil er nicht gesehen wird. Verlassenheit, Einsamkeit, Entfremdung, Anonymität. Ziellosigkeit. Wie weit hat sich den Graben geöffnet zwischen den reichen Völkern und jenen, die von genug zu essen träumen? Wir wollen den Planeten im kalten Wasser untertauchen, als ein radikales Ritual mit dem Ziel umfassender Katharsis. Lange bekämpfen um Geld in dem. Ja, und meine erste Frage geht an euch beide. Warum
sich an so einem, also diese Oper L'Africaine erzählt eigentlich die Geschichte von Vasco da Gama, der also aus Europa gereist ist, um Afrika zu entdecken. Und warum arbeitet ihr euch an diesem sehr, also kolonial durchdrungenen Stoff ab, statt direkt eine ganz neue Geschichte zu erzählen? Warum also erstmal diese Abarbeitung am Kanon? Was ist daran interessant, wichtig? Ja, weil es vielleicht interessant ist, erstmal den Gegner kennenzulernen und das ambivalente Ding, was in dieser Oper eben so sehr gut gefasst ist, dass man ja sagen kann, die Oper des 19. Jahrhunderts ist in gewisser Weise auch überhaupt so ein Stellvertreter dafür, was so der kulturelle Kolonialismus und dieses Überheblichkeitsdenken des Westens ganz gut so in diesen Kunstwerken fasst. Man muss ja sich vorstellen, dass die Grand Opera des 19. Jahrhunderts so der Inbegriff des technologisch am weitesten fortgeschrittenen Kunstwerkes überhaupt war. Und es ist ja nicht von ungefähr, dass man versucht hat, eben solche Opernhäuser in Brasilien, in Manaus oder in Kairo zu bauen. Das ist ja ein bestimmtes Zeichen, was damit einhergeht. Man möchte mit diesen Institutionen seine eigene Überlegenheit auf eine Weise zelebrieren, würde ich sagen. Und gleichzeitig ist dann diese Oper Africaine, also deshalb ist sozusagen die Oper des 19. Jahrhunderts sowieso schon irgendwie ein interessantes Ding und ja auch voll von Geschichten, die mit Exotismen umgehen und ganz besonders dann diese Oper, L'Africaine von Giacomo Meyer, aber die eigentlich im Original Vasco da Gama heißt, weil sie ist historisch an die Geschichte eben erzählt, als eigentlich das Zeitalter des Kolonialismus wirklich beginnt, eben mit der Reise von Vasco da Gama, die westafrikanische Küste runter, was ja quasi der Beginn ist, der historische Beginn dessen, was wir später als das transatlantische Dreieck des Menschenhandels dann kennen. Insofern ist dieses Stück eine super Vorlage, sie vielleicht zu befragen, zu entgiften und vielleicht neu zu erzählen. Lionel, zu mir? Ja, genau. Also was der von zu Mühlen gerade erzählt hat, für uns eigentlich war eine Möglichkeit, ein schon fertiges, sagen wir mal, Diskurs, die hier also in der westlichen Kultur steht, zu analysieren und auf eine andere Perspektive dann zu erzählen. Also für mich und für unser künstlerisches Team war schon wichtig, weil wir nehmen schon eine Geschichte, die schon existiert, aber erzählt natürlich von der europäischen Perspektive und wir verwechseln dann die Perspektive. Und jetzt wird das aus der afrikanischen Perspektive erstmal dann reflektiert. Mhm. Das geht noch weiter, das sollte man vielleicht dazu sagen, damit das tatsächlich ein neues Stück daraus entstehen wird. Ne? Also es gibt dann L'Européenne als Gegenstück zu L'Africaine. Ja, genau. Also das Projekt besteht eigentlich auf zwei Phasen. Die erste Phase ist L'Africaine an der Operhalle. Und der zweite Phase ist dann L'Européenne, die eigentlich auch eine Spiegelung von L'Africaine ist, aber in unsere Zeiten. Also der Stoff von L'Européenne ist eine zeitgenössische Geschichte, die wir dann in Opposition oder Konfrontation mit der Handlung in L'Africaine dann auf die Bühne bringen. Mhm. Im Programmzettel zu L'Africaine Teil 2 nehmt ihr Bezug auch auf die Auseinandersetzung um die Rückgabe von in der Kolonialzeit geraubten Kunstwerken an die Herkunftsländer. Und hier heißt es, die Frage nach Besitz und Rückgabe zukünftiger Ausstellungsorte und Präsentationsformen der Objekte steht stellvertretend für Tieferliegendes, für die Aufarbeitung bis heute nachwirkender jahrhundertelanger ökonomischer und kultureller Herrschaft der sogenannten westlichen Welt
und für neue Weltbilder und Erzählformen jenseits eurozentristischer Perspektiven. Und hier würde ich gerne den Übergang zu Nora El-Badri machen, die sich eben genau mit solchen Objekten auseinandersetzt in ihrer Arbeit. Und als Beispiel zu sprechen kommen auf die Arbeit The Other Nefertiti, gemeinsam mit Jan Nicolai Nellis entstanden. Vielleicht zeigen wir kurz den Trailer, den du mitgebracht hast, und ja. May I? Why are you just talking about the object, not to the object? Here I am, activated and caged, diasporic. I am taking on an agency for millions of stolen and looted objects in the museums of the global north. For the past 100 years I was stuck in Berlin, behind bulletproof glass, touched and painted by custodians. You mentioned ownership and restitution, but do you really think that this is still relevant to us? Danke, genau. Ja, das ist kein Trailer, das ist eigentlich ein Ausschnitt von dem Nefertiti-Bot. Das ist ein Nachfolgerprojekt von The Other Nefertiti, das ich auch mit Jan Nicolai Nellis, der auch übrigens hier im Publikum jetzt gerade ist, gemacht habe. Und dabei geht es so um einen Chatbot, der auf im weitesten Sinne Machine Intelligence basiert, der Sammlung neu kuratieren kann und neu beschreibt auf eine andere Art und Weise, als es Kuratoren, die üblicherweise angestellt an den Museen, so in den Institutionen sind. So viel vielleicht noch dazu, genau, als Framing. Ich wusste ja gar nicht, dass ihr bei euch auch über Objekte sprecht, aber irgendwie kommt man nicht so ganz an dem Thema vorbei. Ja, genau. Also ja, wobei es Stoffe sind vielleicht, ne? Aber man kann auf den Kanon eben kommen, wenn man jetzt eure beiden Arbeitsweisen zusammenführt. Lass uns kurz über die The Other Nefertiti vielleicht. Ich versuche es mal kurz vorzustellen. Nora El-Badri und Jan Nicolai Nellis sind ins neue Museum gegangen, haben dort die Nofretete mit einem 3D-Scanner gescannt, den du unter der Jacke hattest. Es gibt davon Filmaufnahmen, es gibt davon ein Video, das, in dem man dann das so sieht, wie heimlich die Nofretete gescannt wird. Und gleichzeitig, man hört immer no photo, no photo. Also die Touristen im Museum werden also permanent darauf hingewiesen, dass man diese Nofretete eben nicht fotografieren darf. Und dann habt ihr diesen Scan ins Netz gestellt. Zuerst haben wir es tatsächlich gedruckt. Also erstmal die Nofretete also ausgedruckt, am 3D-Drucker in Kairo ausgestellt und dann das eben auch bereitgestellt, dass jeder sich die Nofretete ausdrucken kann. Und in Kairo sieht dann diese Nofretete, die ihr dort ausgestellt habt, habt ihr dann in einem Poetic Counteract irgendwo an einem unbekannten Ort vergraben. In der Wüste, genau. In der Wüste. Und außerdem habt ihr noch eine Fake News lanciert, dass eine weitere Nofretete gefunden worden sei. In Zusammenarbeit mit einer Archäologin, genau, aus Ägypten. Ja. Und jetzt ist natürlich die erste Frage, wie hat denn das neue Museum auf all das reagiert? Hat es überhaupt reagiert? Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem, was du vorher die beiden nämlich gefragt hast, warum man sich überhaupt auf so etwas bezieht, weil wir beziehen uns offensichtlich eben auch auf ein altes Artefakt in einem Museum, was es gerade gibt und so, was man auch als kanonisches Museum ja sogar bezeichnet, also mit großen Sammlungen, wo die Welt erklärt wird sozusagen. Und was ich in dem Zusammenhang immer wichtig finde, wenn man von Dekolonisierung spricht, dann ist das Wort, wir haben vorhin kurz dazu gesprochen, Unlearning, also geht schon auch darum, Dekolonisierung heißt auch, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und für uns war es auch eine Art von Spekulation. Wir wussten ja gar nicht, wie relevant so ein Datensatz von einem alten Artefakt ist, auch wenn es eine Ikone ist, natürlich. Das war auch unsere Spekulation, dass wir dachten, die hat eine eigene Wirkmacht, also dadurch, dass sie eine Ikone ist. Und das war dann auch so, weil die dann bis heute, das ist jetzt 3 Jahre her,
das Projekt ist nicht so, das ist von vor anderthalb Jahren, dass die bis heute weiterhin auf der ganzen Welt ausgedruckt wird, dass darüber auch gesprochen wird als eine Art von digitaler Repatriierung, was aber auch, worauf wir vielleicht später nochmal kommen, was das bedeutet. Und wie das neue Museum reagiert hat, ja, zuallererst mal überhaupt nicht. Und das ist auch, würde ich sagen, bezeichnend, dass versucht wurde, damals der Diskurs so weit wie möglich doch totzuschweigen. Und es wurde erst reagiert, als das Projekt viral war. Und da finde ich das dann auch interessant, dass diese Viralität gerade in jeder Kunstform doch auch eine neue Art, ein neuer öffentlicher Raum ist, in der auf einmal zählt. Ne, das ist keine Fiktion oder irgendwas, sondern es ist da und darauf muss auf eine Weise reagiert werden. Und erst als die New York Times dort im Museum angerufen hat, gab es ein Statement. Und dann war es so, dass sie gesagt haben, also sie haben uns angedroht, uns zu verklagen, was natürlich nicht passiert ist, weil das Projekt wurde als der ethischste Kunstraub aller Zeiten mal bezeichnet. Das heißt, die Öffentlichkeit hat uns auf der richtigen Seite gesehen, das Museum auf der falschen, was gut für uns war, aber was auch nicht überraschend ist auf eine Weise. Und wir hatten aber auch tatsächlich Rechtsanwälte dabei. Und man muss auch sagen, also es wäre auch mal interessant gewesen, das vor ein Gericht zu bringen. Also wir hätten das schon gemacht, also mitgemacht, aber haben sie dann eben nicht getan, weil sie eben wussten, dass die Chancen doch sehr schlecht stehen. Mhm. Genau. Ja. Und irgendwie haben sie auch, ich glaube, eine Pressemitteilung, eine sehr, sehr lange und ausführliche, dass sie sehr offen sind, eine offene Institution, weil das ist ja auch die Idee eines Museums, die Wissensvermittlung, dass man ja, dass jeder ja das Museum sehen kann und reingehen kann und die Nofretete auch sehen kann. Und das ist natürlich nicht wahr. Es kann ja nicht jeder hierher kommen und die Nofretete selber sehen, zum Beispiel. Und da gibt es ganz klare Grenzpolitiken, die ganz bestimmte Leute davon absolut ausschließen. Und das nicht so zu formulieren, da fängt halt das Problem schon an. Mhm. Kann die Institution Museum von innen heraus so reformiert werden, dass sie sich öffnet, diesen Diskursen, die ihr setzt in euren Arbeiten? Bis zu einem gewissen Grad würde ich sagen, auf jeden Fall. Also, und es ist ja jetzt im Moment ein großes, großes Thema wegen dem Präsident in Frankreich, Macron, der eben diesen großen Report in Auftrag gegeben hat an Benedikt Savoy und Felwine Sarr über die Frage der Restitution, seit mehreren Jahren spitzt sich der Diskurs zu und der Druck auf die Institution steigt und es verändern sich auch Dinge. Und das ist natürlich die Frage, wie viel Neues braucht man oder nicht. Also es ist nur ein sehr langsamer Prozess, der niemals, würde ich sagen, von alleine passiert. Genau. Also eigentlich wäre ja der Nefertiti-Chatbot im neuen Museum wahrscheinlich am richtigen Ort, wenn, oder? Also genau, absolut, ja. Aber das kann man sich jetzt gerade noch nicht so vorstellen. Ja, okay. ihr greift die Institution ja sozusagen von innen an mit dem Projekt. Also ihr arbeitet mit den Mitteln des Musiktheaters in einer Oper. Und was sind denn da die Widerstände, auf die man stößt? Was zu sagen. Ja, also ja klar, ich glaube, man weiß schon, wie die Kunstform schon von Oper sehr konservativ, ne, erstmal ist. Und Oper ist auch ein riesiger Apparat, ne, mit dem man irgendwie mit das die ganze Maschinerie, ja, klarkommen und muss. Und in unserem Fall war es so, dass das ist keine richtige Oper, das ist wirklich eine experimentale Form, dass wir da versuchen, auf die Beine zu schaffen. Also es ist wirklich eine Mischform zwischen Oper, Theater, Performance, Video, Installation und alles. Und natürlich die Kollegen von der Oper haben ein bisschen Resistenz dagegen, weil sowas erstmal haben die manche noch nie gemacht
Und natürlich, das ist sozusagen die raus von ihrer Komfortzone, ne, zu schaffen. Und natürlich dadurch gibt schon eine Schwierigkeit, wenn das Maschinerie nicht offen genug ist für solche Experimente. Ne? Aber ich muss auch sagen, dass bei der Operhalle es ist schon, das ist nicht das erste experimentelle Projekt. Die Operhalle ist bekannt für ihre, sagen wir mal, Draht zur Innovation, was neue Formen auf der Opernbühne betrifft. Und da muss ich einfach sagen, also aus meiner Erfahrung schon von drinnen, es ist schon sehr schwierig. Ja, das war ein sehr schwieriger Prozess. Ja, ich glaube, dass die Schwierigkeit so auf verschiedenen Ebenen besteht. Die besteht auf einer inhaltlichen Ebene, weil anknüpfend so ein bisschen an das, was jetzt hier diese Ausstellungsfrage ist, das Projekt macht ja was Umgekehrtes auf eine Art. In dem ersten Teil, was du gerade schon angesprochen hattest, ist ja so ein bisschen eine Fiktion gewesen von einem Reenactment der Oper, wie es bei der Pariser Uraufführung gewesen sein könnte. Und das war aber begleitet davon, dass die fünf Performerinnen und Performer, die in dem Stück ja heißen, die fünf Möbelpacker der Dekolonialisierung, also das ist so eine Fiktionalisierung, die da stattfindet, die betrachten die ganze Zeit diese Oper. Also man dreht eigentlich so dieses Verhältnis um. Man ist gewohnt, der ethnologische Blick geht in die fremden Länder sozusagen. Und hier ist es umgekehrt. Die Oper selber wird plötzlich ein Ausstellungsstück. Die wird analysiert, später auch seziert, zerteilt, zerstört auch auf eine Art und Weise. Und es werden andere Diskurse reingetragen. Also gibt es so ein inhaltliches Moment, was natürlich eine vor manche Herausforderungen, glaube ich, so stellt, weil natürlich die Wahrhaftigkeit oder die Heiligkeit dieses Kunstwerkes einfach beschädigt wird und befragt wird und hinterfragt wird. Und dann gibt es natürlich auch so einen ganz technischen Aspekt, dass man da reinsägt in dieses Stück und immer wieder auch neu in diesen vier Ansätzen das neu inszeniert, neu überschreibt, neu macht. Und das ist natürlich einfach für so einen Opernbetrieb auch erstmal technisch was sehr, sehr Merkwürdiges und etwas, was da die Leute auch hin und wieder natürlich aus ihren gewohnten Arbeitsprozessen rauswirft. So. Mhm. Was ich interessant fand in unserem Vorgespräch, dass du auch gesagt hast, dass ja also es gibt diese starke Arbeitsteilung in der Oper, so extrem ausdifferenziert dieser Apparat, und gleichzeitig sind in den einzelnen Bereichen alle sind sozusagen sehr stark an einer Tradition geschult, ne? Was ich auch nochmal einen ganz interessanten Punkt finde. Ja, man muss sich das ja klar machen. Sängerinnen und Sänger sind damit beschäftigt, in ihrer Ausbildung vor allen Dingen Traditionen zu erlernen, da reinzutauchen und zu üben. Mhm. Und das ist ja ein völlig anderer Theateransatz, wenn man so, sehr situativ und performativ denkt. Die sind einfach sehr stark damit über Jahre beschäftigt, das zu ihrem eigenen zu machen. Und das sind erstmal richtig so Operationen am offenen Herzen auf eine Art, glaube ich, wenn man denen dann anfängt, da reinzuschneiden. Das ist sozusagen so fast im Körper drin. Und ich finde aber, sagen wir mal, diese auf dieser formalen Ebene die Schmerzhaftigkeit dem Thema ehrlicherweise auch angemessen. Weil ich glaube, es geht um schmerzhafte Operationen, wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen. Und es geht auch darum, Liebgewonnenes da über Bord zu werfen und auch zu verstehen, dass da eine gewisse Täterschaft vielleicht auch herrscht auf Seiten dieser Institutionen. Das ist ein guter Punkt. Das wollte ich nämlich auch. Das ist einfach wichtig, dass das kein komfortabler Prozess ist, den man mit solchen Projekten durchläuft, als weder, denke ich, als Individuum, Kulturproduzentin und Institution auch nicht. Und was so ein bisschen interessant, also die Parallele zu, ich weiß nicht, wie das an der Oper ist, aber im Museum, ist es schon so, dass heute jede Museumsdirektorin verstanden hat, dass Museen politische Institutionen sind, also diesen Teil der Softpower unserer politischen Ebenen, würde ich mal so sagen. Und bei unserem Projekt ist halt die Ebene des Digitalen neu quasi.
Und da gibt es jetzt eine sehr große Angst eben. Und weil es eben ein gewaltvoller Prozess war und jetzt auch wieder wird, auf eine Weise Angst, Relevanz zu verlieren. Und ich würde sagen, das ist auch absolut begründet. Und die Institutionen in der heutigen Form werden auch langsam höchstwahrscheinlich in der Form ihre Relevanz verlieren. Und es ist die Frage, wie sie sich transformieren können, produktiv und selbstkritisch, ohne auch zum Beispiel Produktionen einzuladen oder in unserem Fall Künstlerinnen. Das ist auch immer gerne gemacht bei Museen, dass man mal eine kritische Intervention macht. Das nennt man dann so Invited Criticality, um zu zeigen, ja, wir sind ja ganz selbstkritisch, aber im Grunde ändern wir nichts. Und das Selbstverständnis ist dasselbe. Genau, wie lässt sich denn sowas vermeiden? Also ich bin ja momentan der Einzige, der hier irgendwie auch für eine Institution mit vertritt. Ich glaube, es geht nur dadurch, dass man den Spagat versucht, dass man sagt, die Sachen, jetzt im Rahmen des Theaters gesprochen, gehören nicht auf die kleine Experimentalbühne, sondern sie gehören ins Zentrum, dass man die Mittel bereitstellt und so weiter. Und dann, ja, ich glaube, das ist so der erste Schritt. Und dann muss man gucken, wie man damit umgeht und wie auch das gegenseitige Lernen und Learning und Unlearning dann funktioniert. Also wie Lionel auch schon gerade gesagt hat, wir haben enorme Probleme auch in diesem Prozess miteinander, zwischen der Institution, zwischen den Arbeitsweisen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Ich glaube, wir müssen das machen. Man muss das in Solidarität und Konfliktfähigkeit und manchmal vielleicht auch harten Konflikten miteinander versuchen auszutragen, weil es, glaube ich, eben um die Sache geht. Und wir sind, glaube ich, danach auf mehreren Ebenen schlauer, wie man mit diesen Institutionen vielleicht auch arbeiten kann. Ich glaube auch, ich schließe mich dazu, dass es ist auch eine Frage von, wie nehmen wir dann wahr, der Perspektive oder die Sensibilität von der anderen, ne, der Gegenüber. Man soll eigentlich offen sein, ne? Offen sein, um die Perspektive der anderen ja erstmal zu nehmen, obwohl man vielleicht nicht dieselbe Blickwinkel hat, aber dafür offen sein, einfach von einem anderen Blickwinkel auf in derselbe Richtung zu schauen. Genau. Ja, also ihr arbeitet frei, das heißt, ihr müsst euch immer irgendwie finanzieren. Wie funktioniert das? Also wie kritisch kann man werden in diesem Diskurs und gleichzeitig aber auch noch fette Fördergelder abgreifen? Also ich würde sagen, das schließt sich leider aus, in unserer Erfahrung zumindest, ja. Und das ist sicherlich auch Teil des Problems, aber irgendwie war das, glaube ich, auch schon auf eine Weise immer so. Ich zitiere immer ganz gerne den heute älteren deutschen Künstler Hans Hake, der gesagt hat, ihr lieben Künstlerinnen, wenn ihr Proposals macht, wenn ihr Konzepte einreicht, dann sollten die Konzepte so sein, dass ihr glaubt, dass sie nicht angenommen werden, weil sonst sind sie nicht relevant und auch nicht radikal genug. So, das ist auch in der Theorie schön dahergesagt. Ja. Und nein, im Grunde sehe ich das auch immer noch genauso und stehe ich auch dazu. Aber natürlich gibt es auch andere künstlerische Strategien, damit umzugehen. Also das Mittel der Subversivität zum Beispiel oder auch. Also zum Teil, man muss auch nicht immer das Gesamtprojekt bis ins Letzte vielleicht zwangsläufig beschreiben. Also so ein gutes Beispiel würde ich mal sagen. Also unsere Projekte werden eigentlich selten von den Institutionen gefördert, die sie kritisieren, obviously. Und auch, ja, also dann muss man sich seine Nischen auf eine Weise auch suchen. Und eine Erfahrung, die wir mal gemacht haben, die irgendwie jetzt rückblickend sehr schön war, aber in dem Moment für alle Beteiligten auch schmerzhaft, dass wir bei dem Nofretete-Projekt hatten wir eine Mini-Förderung, um die Nofretete in Ägypten auszustellen, vom Goethe-Institut. Aber wir mussten quasi ein zweites Projekt uns ausdenken, haben das dann dort eingereicht und am Tag der Eröffnung der Ausstellung sind natürlich die Vertreterinnen zu Recht rückwärts umgefallen, haben gesagt, was, ihr stellt hier jetzt die Nofretete aus, seid ihr denn noch bei
Trost und das hättet ihr uns auch sagen müssen. Und dann haben wir aber auch gesagt, also, und das ist, waren, also, das waren sehr progressive, kluge Leute. Also, ne, das ist jetzt, geht gar nicht darum. Und dann haben wir halt gesagt, es ist auch eine Art von Schutz für euch. Es ist unsere Verantwortung, was wir hier tun. Ihr habt, es ist ein, auf eine Weise hochpolitisch, das wissen wir. Was wir tun, ist aber keine Politik. Und damit ist das irgendwie auch in Ordnung gewesen. Im Endeffekt, wo das Projekt von der Öffentlichkeit so positiv wahrgenommen wurde, war dann ja auch das Goethe-Institut glücklich damit. Und es ist alles gut. Ja? Also, aber das, man muss seine Wege finden, denke ich. Also, und es bleibt schwierig. Jetzt scheint es mir, als wenn ihr mit eurer Arbeitsweise und die Wege, die ihr jetzt sucht, die Innovation dann inhaltlich sozusagen vorantreibt oder irgendwie Diskurse inhaltlich stärker vorantreibt. Und das, was ihr jetzt wiederum von der Arbeit bei L'Africaine beschrieben habt, ist natürlich auch, ihr denkt auch inhaltlich und arbeitet inhaltlich, aber die Innovation ist dann rutscht dann eher auf die strukturelle Ebene auf eine Art. Ich bin immer noch bei den Institutionen und bei den, bei der Frage, wie viel kann da passieren sozusagen? Oder müssen neue Institutionen gegründet werden? Also es gibt ja eben Schlingensiefs Operndorf, worüber du vielleicht auch noch was erzählen kannst. Das ist ja ein durchaus umstrittenes Experiment einer sozusagen der Gründung einer neuen Institution für die Oper ist. Ihr habt wiederum auch eine Institution gegründet, Nora, im Projekt Fossil Futures. Da habt ihr eigentlich sowas Ähnliches gemacht wie bei der Nofretete. Ihr habt dieses riesen Dinosaurier-Skelett, was hier im Naturkundemuseum in Berlin steht, in der Eingangshalle oder in der Halle, auch 3D gescannt und nachgebildet. In dem Fall haben wir es nicht selbst gescannt, aber wir sind auch an die Daten gelangt. Ja. Ihr seid an die Daten gelangt. Und diese Knochen wiederum sind aus Tansania. Dort wurden die mal hergeholt. Und dort wiederum, wo die eigentlich herkommen, wollt ihr ein Museum gründen. Das ist Teil des Projekts. Beziehungsweise vielleicht auch nur ein digitales Museum. Vielleicht. Ja, genau. Also, aber auch ein neues Museum, also eine neue Institution. Genau. Also da war das Museum eher, würde ich, also rein digital und auch als ein neues Diskursformat, um über die Institution Museum zu sprechen, was das denn sein kann. Und die Frage, die du stellst, ist extrem schwierig. Weißt du, also muss es neue Institutionen geben? Ich würde denken, es gibt ja immer wieder neue Institutionen. Also das ist der Lauf der Dinge auf eine Weise auch. Und jetzt gibt es gerade ein neues Museum im Senegal. Es gibt aber gleichzeitig eben auch ganz viele koloniale Museen, zum Beispiel auch in Kairo oder die an dem Vorbild von hier damals aufgebaut wurden, die es auch heute noch gibt, die aber doch inhaltlich jetzt dann langsam, aber sicher immer wieder neu bespielt werden. Und also diese Prozesse gibt es, ja. Und für uns war das eben ein neues Format, um diese Strukturen zu hinterfragen, weil ich glaube, was wir hier gemeinsam haben, ist ja auch die Frage, wo führt man das dann auf? Also wo schafft man auch einen kulturellen Wert? Und in unserer Praxis ist es eben wichtig, also die Virtualität oder der digitale Ort ist eben auch ein anderer Ort als hier auf der Museumsinsel zum Beispiel oder im Naturkundemuseum. Aber eben auch, dass das Material, dass die Materialisierung vor Ort zu zeigen, im Falle der Nofretete auch die physisch in Kairo auszustellen, ist eben auch wichtig, dieses Recentering. Wo ist eigentlich das Zentrum und wo ist die Peripherie? Es bleibt eine sehr wichtige Frage. Und das Virtuelle war für uns in dem Fall ein guter Ort, ja, für das. Und dieses Recentering kann sich ja wiederum nur an dem Objekt dann doch wieder festmachen, ne? Aber das ist ja auch was in eurer Arbeit eigentlich, in der Nofretete-Arbeit, in Frage gestellt wird. Also dieser Kult ums Original, weil das ja gar nicht unbedingt, dass der tatsächlich sein könnte, dass es eine weitere gibt. Genau, das klingt immer so absurd, was du also auch gesagt hast, diese Fake News, die wir damals gemacht haben, da ging es noch um ganz andere Fragen. Also es hätte tatsächlich, man weiß ja, wer der Bildhauer war, wo das gefunden wurde. Und die wurde auch tatsächlich so gebaut auf eine Weise, dass es eigentlich eine Serienproduktion für damalige Verhältnisse sein könnte. Das heißt, theoretisch liegen da vielleicht sogar noch mehrere Nofretetes. Und dann stellt sich nämlich genau diese Frage nach Authentizität
Und wenn man andersherum fragt in den Museen oder wenn man hier zuhört, was auch wichtig ist, dann ist es so, die Museen in Deutschland tatsächlich oder Stiftung Preußischer Kulturbesitz sagt schon auch eindeutig, wir haben die Nofretete den Wert geschaffen, indem wir sie so veröffentlicht haben und diese Geschichten erzählt haben. Und ja, das ist ziemlich krass, aber das sagen die wirklich, ja. Und das glauben die auch. Ja, dann da könnt ihr ja wiederum freier umgehen mit den Stoffen, also weil die ja eben nicht materiell sind, sondern weil es dann, aber natürlich eben auch es dann schnell Streit gibt, wenn die, vor allem in der Oper, wenn da was angetastet wird, dabei waren wir ja auch schon an dem Punkt, ne? Aber. Okay. Ja, also ich glaube auch, dass, also was die Oper betrifft, ne, und aus meiner kleinen Erfahrung, dass ich da in Halle mache, ich glaube, das wäre auch sehr interessant, vielleicht auch zu, ich komme wie immer wieder zu diesem anderen Blickwinkel auf, ja, also auf die Geschichte, die da auf die Bühne gebracht wird, ist das nicht, ja, das wird eine Bereicherung, glaube ich, auch für das Oper in die Content, ne, die Content von der Geschichte, ja, die einfach die Perspektive ein bisschen zu wechseln und ja, andere Erzählungsperspektive da reinzubringen. Und ja, dadurch schafft man, glaube ich, auch ein neues Publikum, an das Oper erstmal zu schaffen. Und ja, also die Geschichte, die ja da erzählen würde, dann ein bisschen mehr universell, ne, zu erzählen, sozusagen. Weil ich glaube, dass wir sind jetzt in einer Zeit, wo dieser Diskurs kommt immer wieder und Diversity und wie kann ich das beschreiben, Diversity und ja, die Perspektive oder der Wahrnehmung von die andere Kultur, die eigentlich auch Teil unserer Gesellschaft sind, sind einfach, also meiner Meinung nach, unterrepräsentiert. Und wenn man schon schafft, diese Perspektive ein bisschen, ja, wahrzunehmen, dann schaffen wir schon einen Schritt weiter. Mhm. Ja, und ich denke, also das ist natürlich auch eine spezielle Perspektive, aus der ich das sage, aber mir ging es auch schon vorher, als ich als freier Regisseur unterwegs war, ich glaube, man muss um diese Institutionen gewisserweise kämpfen. Das ist im Theater nochmal ein bisschen anders, vielleicht auch als in den Museumsbetrieben, weil die Zeiträume, in denen dann künstlerischen Leitungen diese Institutionen überlassen werden, einfach mal ein bisschen schmalere sind als so Museen. Die denken, glaube ich, in anderen Kontexten, ja, zeitlich gesehen. Und ich glaube, also meine feste Überzeugung ist, man muss um diese Institutionen versuchen zu kämpfen, man muss versuchen, sie von auch mit harten Reibungen, Konfrontationen zu verändern. Ich will sie einfach nicht so richtig aufgeben. Und ich, wenn ich das richtig verstehe, sind ja auch solche Gründungen, die ihr jetzt macht, letztendlich ja Motoren, um die anderen Schiffe in Bewegung zu bringen. Ne, das sind ja so kleine Einsatztruppen, die so den Diskurs verschieben sollen und auch was per trojanisches Pferd irgendwo mal reinschmuggeln können und so weiter und so fort. Letztendlich geht es ja eben, wie du auch schon gesagt hast, um Bühnen, die bespielt werden, weil sie diskursrelevant sind. Und diese Bühnen will man ja erobern und nicht preisgeben, glaube ich. Du hast mir vorhin erzählt, dass du an einem Dokumentarfilm arbeitest übers Operndorf. Und dass da aber vielleicht deine Erfahrungen in Halle auch noch mit einfließen werden. Was kann Halle vom Operndorf lernen oder was hat das miteinander zu tun? Was hat das miteinander zu tun? Ist, ja, also der Film, das ich gerade mache, ist diese Begegnung eigentlich. Es ist ein bisschen, ich würde sagen, es ist mehr und mehr für mich in diesem Prozess, weil ich dich erzählt habe, dass ich folge dieses Projekt schon von Anfang an. Und ich habe auch damals der Schlingensief persönlich kennenlernen dürfen.
Und ja, war total, also am Anfang war ich ein bisschen skeptisch dieses Projekt gegenüber, weil ja von, also in Afrika gibt es so viele Entwicklungshilfeprojekte, die, also wir sagen immer so plakativ, ne? Also ja, die Weißen haben so viele super Ideen, ne? Und wenn wir die von Ort kommen mit diesen Ideen, dann leider die Realität von unsere Realität vor Ort sind nicht wahrgenommen. Und so war ich erstmal skeptisch dieses Projekt gegenüber. Und als ich dann der Schlingensief persönlich kennengelernt habe und seine Idee, die Idee, die dahinter steckte, war ich auf einmal schon überrascht, weil das war kein fertiges ja, Projekt wie die andere, sondern eine, ja, ein Prozess, eine Reflexion, ein Ort der Begegnung, ein Ort, wo man ja, also sich auf einem Gleichniveau, Augenhöhe betrachte, um da neue Formen zu forschen, zu schaffen. Und war ich natürlich von der Idee begeistert und habe dann das Projekt die ganze Zeit begleitet und dokumentiert. Aber im Lauf, als der Schlingensief starb und ja, das Projekt hat irgendwann wieder in diese Entwicklungshilfe-Muster gerutscht, also meine persönliche Meinung nach. Und da war ich auch wieder enttäuscht. Und ich dachte mir, ja, so eine super Idee und der ist weg mit seiner Idee. Ne? Aber für ein paar Jahre dann ist wieder, kommt das Open Door wieder in der ursprünglichen Idee und hat einen Raum da geschafft für Künstler, die da zusammen, also Künstler aus Europa und Afrika treffen sich da und in einer Residenz und versuchen aus dieser Residenz was zu schaffen. Und ist dann für mich dann klar geworden, okay, es geht wieder weiter. Und für mich war auch klar, dass es kann nicht mehr sein, also diese ganze Geschichte kann nicht nur über Schlingensief und das Operndorf sein, sondern es soll oder kann oder ist eigentlich meine Geschichte auch durch diese ganze, also diese ganze Prozess lang. Und ja, deswegen diese Erfahrung, dass ich plötzlich an der Operhalle Regie führen darf, ist schon, glaube ich, hat schon was zu tun, dass ich mit Schlingensief an das Operndorf gearbeitet habe. Also deswegen, das ist dann der Draht zur Operhalle. Aber ist es dann zum Beispiel vorstellbar, das, was ihr da in Halle gearbeitet oder was dann am Ende dabei rauskommt, in Lübeck, glaube ich, dann zuerst gezeigt wird, L'Européen, dass man das wiederum im Operndorf dann zeigt? Weil, also so wie ihr die Nofretete in Kairo ausgestellt habt, nach Kairo? Ja, also am Anfang des Projekts war schon, die Idee war schon klar, dass dieses ganze Projekt, wir möchten gerne das irgendwann auch in Afrika führen. Wenn dann die Lage oder die, ja, die Bedingungen an der Operndorf dann stimmen, also ich bin in gutem Kontakt mit das Leitungsteam der Operndorf, vor allem die Aino Labrenz, die Witwe von Schlingensief. Und es gibt auch andere Institutionen. Burkina ist eine sehr kulturelle Stadt und die Theaterszene ist sehr groß und ich kann mich sehr gut vorstellen, dass ja, also der Theaterfestival, die da stattfindet jedes Jahr, könnte interessiert sein, wenn man einen ja, eine Zusammenhang, also eine Lage findet, wo das Projekt dann da ausgeführt werden kann. Mhm.
Es klingelt. Ich glaube, darf ich noch ins Publikum öffnen oder müssen wir aufhören? Okay, die anderen haben aber auch überzogen. Dann möchte ich ins Publikum öffnen. Gibt es Fragen? Nein? Ist alles klar? Oder auch maximal unklar? Okay, gut. Na dann machen wir Schluss hier und reden draußen weiter. Vielen Dank. Ah, doch, da ist noch eine Frage. Ich glaube, es muss ein Mikrofon für den Livestream genommen werden. Danke. Das war jetzt einfach sehr viel Input. Man kriegt nicht so schnell eine Frage hin, weil es so überwältigend ist und weil es sich eben auf einer Ebene bewegt, die für alle schmerzhaft ist. Also auch wenn man im Publikum sitzt und das hört und wenn man dann drauf zugeht, auf diese Werke, die dann entstehen, dann dreht es einem die Perspektive komplett um. Und dann ist halt die Frage, wie geht es dann danach weiter? Also was ist dann das Ziel? Es kann ja nicht in Anklage stecken bleiben, sondern es muss dann in anderer Form noch produktiv werden, denke ich. Und ja, die Frage kann ich weitergeben. Ich habe auch Vorstellungen dazu, aber also für mich ist die Zeit reif dafür, die lange nicht reif war. Trotzdem wird das schwierig. Wir haben in Deutschland schon sehr viel Aufarbeitung von sehr, sehr schwierigen Dingen und jetzt kommt eben das Nächste. Und es, für mich wäre wichtig, dass das heilsame Formen findet und nicht verletzende, vertiefende. Also mir reichen meine Schuldgefühle aus dem Dritten Reich sozusagen. Ja, also ich verstehe, ne, vollkommen. Ich bin auch für diesen Heilungsprozess, ne, und dieses Zusammenkommen. Aber um dahin, also um dieses Ereignis ja, zu erreichen, glaube ich, dass man muss erstmal ja, uns mit, ja, mit die schwierige Themen sich auseinandersetzen und manchmal, ja, das bedeutet Schuldgefühl und das bedeutet Konfrontation, ja, das bedeutet Konflikt, konfliktuelle Situationen, aber ich glaube, dadurch lernt man sich kennen und erweitert dann sich seine Reflexion. Ja, also für mich, es ist keine, das kann nicht keine fertiges Formula geben, sondern eine zusammen weitere Arbeit. Na, ja. Also, und irgendwie würde ich auch sagen, stehen wir doch noch so sehr am Anfang, dass das eigentlich noch zu weit in der Zukunft ist, einerseits und andererseits, was wir tun hier auf dem Panel, ist ja auch, wir machen ja auch würde ich sagen, produktive Vorschläge. Also wir schaffen etwas, wir sind aktiv, nicht nur anklagend, wir schaffen auch neue Werke auf diese Weise. Aber dafür, dass es irgendwie also Heilung und auch Einigung, leider wirklich, muss ich sagen, wenn ich an den Diskurs zu Restitution gerade denke, also da sind wir ganz weit von weg, auch wenn die politischen Forderungen vielleicht einmal artikuliert wurden, aber das ist noch so weit weg. Und dazu gehört, muss ich sagen, auch viel mehr Mut hier in unsere Gesellschaft, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Und das sehe ich leider noch nicht. Und so lange wird das noch dauern, leider.